Die Hoyerswerder Lausitzhaler braucht einen neuen Chef. Geschäftsführer Sven Tietze hat den Aufsichtsrat um seine Abberufung gebeten, hieß es am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Er fühle sich der Belastung nicht mehr gewachsen und habe auch gesundheitliche Probleme, begründet Tietze den Schritt. Dieses Jahr wird das Hoyerswerder Kulturhaus voraussichtlich mit einem Minus von 4,7 Millionen Euro abschließen. 2,5 Millionen Euro resultieren aus dem Seenlandfestival. Ein Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Lausitzhalle, Thomas Delling, sehen Sie gleich.